Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich mache ein ganz kleines Video, weil ich für andere Zwecke das Ding, was ich jetzt hier mache, gerade brauche. Aber ja, ganz kleines Video für zwischendurch. Deshalb auch ausnahmsweise mal wirklich nur mit dem Handy gefilmt, habe gar keine Kamera dabei. Worum geht's? Naja, im Grunde um die Anlage einer optimalen Feuerstelle. Und zwar wirklich optimal. Natürlich, man kann auch selbstverständlich, das wird der ein oder andere jetzt anmerken, sich gleich einen gigantischen Steinofen in den Wald stellen und dafür noch eine halbe, keine Ahnung, 50 Meter im Umkreis alles roden, damit auch ja nichts Brennbares ist. Das ist natürlich vom Sicherheitsfaktor her noch besser, aber was ich hier versuche anzurichten, ist halt eben eine möglichst optimal sichere Feuerstelle, die dann auch unter bestimmten Rahmenbedingungen betrieben werden muss. Das machen wir dann, erklären wir auch gleich noch, die man recht kleinräumig und in relativ kurzer Zeit auch als Privatperson ohne Betonmischmaschine und ohne großes technisches Gerät eben entsprechend einrichten kann. So, was braucht man dann doch an technischem Gerät? Naja, folgendes hier. Man braucht einmal einen Eimer oder einen Topf. Klassischerweise nimmt man in einem Survival-Szenario, ich versuche das ja so wenig ruckelig wie möglich zu halten, geht aber nicht. In einem Survival-Szenario nimmt man klassischerweise seinen Kochtopf, geht auch, ja, der hält das aus, wenn es jetzt kein Teflon-beschichteter ist. Und man braucht natürlich irgendwas zum Graben, in diesem Fall hier einen Bundeswehr-Klappspaten. So, und was macht man damit? Ja, man geht zum nächsten Bach. Dann macht man den Topf so drei bis vier, also bei dieser Größe Topf, so drei bis vier Töpfe voll und macht sich hier einen schönen Flatschen. Der Flatschen sollte dann ungefähr eine Höhe von mindestens 5 cm, besser 6, 7, meiner hier hat 7, eben entsprechend haben. Dann nimmt man sich seine Schaufel und klatscht den Flatschen platt. Der darf ruhig feucht sein, denn wo findet man eben schönes Material, dass für sowas geeignet ist. Also ein Sediment findet man in jedem Ökosystem Wald, in einem Bach. Im Bach, wohlgemerkt. Nicht am Bach, sondern im Bach. Einfach das Flussbett ausbuddeln. Da sind auch ein paar kleine Steinchen drin. Das macht gar nichts. Wie gesagt, alles da reinfüllen. Dann hier entsprechend aufschichten. So, und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 2. Übrigens, die Größe ist auch absichtlich so gewählt. Ja, das ist Absicht. Wichtig, ja. Wichtig. Ungefähr, um hier mal den Klappspaten als Maß zu haben, so groß. Ne? Also Spitze ist am Ende und hier das Gelenk ist auch wieder am Ende. Ungefähr diesen Durchmesser, gerne rund. So, ich muss euch jetzt nicht zeigen, wie man einen Eimer mit dem Spaten befüllt, das könnt ihr selber. So, nächster Schritt. Ringe aus Steinen drumherum bauen. Ja? Das muss ich auch niemandem zeigen, wie man einen Ring aus Steinen baut. Das kann jeder. Wichtig. Nur so viel Platz, ja, nur ungefähr eine, ja, ich sag mal mittelgroße, gespreizte Männerhand voll an Platz. Das muss reichen, ja, nur Idioten machen größere Feuer, ist so. Kein Mensch braucht ein Feuer, das größer ist als das, was da reinpasst, braucht man nicht. Außer man befindet sich jetzt irgendwie in Alaska und muss ein Wärmefeuer über die ganze Nacht haben. Aber wir befinden uns nicht in Alaska. Und wenn ihr das seht, werdet ihr sowieso wahrscheinlich Deutsch sprechen und demzufolge ein Feuer im deutschsprachigen Raum eventuell mal machen wollen. An dieser Stelle noch der Hinweis, dürft ihr nicht, braucht ihr erst eine Genehmigung für. Aber in der Theorie sieht so eine gescheite Feuerstelle aus. Bisher, ja. Und nur so groß. Punkt. Niemals größer. Das ist wichtig. Kein Mensch braucht ein Riesenfeuer. Und wenn man sich nämlich eine schöne Feuerstelle macht mit dieser Eingrenzung, ist das auch dafür da, dass man eben nicht aus Versehen sein Feuer immer größer werden lässt. Das heißt, man muss auch sein Holz eben entsprechend so aufbereiten, dass es halt eben irgendwie da reinpasst. Wichtig, wichtig, wichtig. So, irgendwelche Steine drumherum. Es gibt die alte Regel, dass man keine Steine aus dem Fluss nehmen soll. Habe ich jetzt trotzdem gemacht, beziehungsweise aus großer Flussnähe. Teilweise sind sie auch noch nass, wie man sehen kann. Das basiert darauf, dass es Steine gibt, die sich so sehr mit Wasser vollsaugen können, weil sie Risse und Kanten und sonst was haben und Poren und sonst wie. Wenn man diese Steine dann heiß macht, kann es sein, theoretisch, dass das Wasser da drin sich so schnell ausdehnt, dass der Stein platzt. So.
Aber es ist immer von explodierenden Steinen die Rede. Das halte ich für Blödsinn. Explodieren tun die nicht, die bersten, schlimmstenfalls. Also sprich, sie sprengen sich ein kleines bisschen auseinander, schlimmstenfalls. Dass da irgendwelches Material abgesprengt wird, das eine Schrapnellwirkung hätte, mit der irgendwer verletzt werden kann, das halte ich für ein Gerücht. Des Weiteren, es kommt sehr stark auf die Art des Steins an. Hier haben wir es mit einem Sedimentgestein, mit einem Sandstein größtenteils zu tun, Buntsandstein. Das ist harmlos, weil der ist so fest, dass der keine Poren aufweist, worin sich nennenswert Wasser ansammeln könnte. Das heißt, der kann auch nicht gesprengt werden. Also diese Angabe mit dem Steine aus dem Fluss nicht nehmen, die können explodieren, das ist nicht falsch. Das muss man aber ganz klar differenzieren, wer aber gerne auf Nummer sicher gehen möchte beim Anlegen einer eigenen solchen Feuerstelle. Dann bitte eben entsprechend tatsächlich keine Steine aus dem Fluss verwenden, beziehungsweise keine nassen Steine verwenden, weil es ist Wurst, ob die sonst wie nass sind oder aus dem Fluss stammen. Dann ist man selbstverständlich eher auf der sicheren Seite. Aber ich halte das für, ja, gerne mal etwas übertrieben. Aber wenn man ganz auf Nummer sicher gehen möchte, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Ja, Schritt 3. Wir machen drumherum nochmal einen Kreis aus Flusssediment bzw. Bachsediment. Warum machen wir das? Naja, es kann jederzeit, wenn wir mal nicht aufpassen oder doch mal größenwahnsinnig werden und unser Feuerchen ein kleines bisschen zu groß wird, bestenfalls, also schlimmstenfalls ein kleines bisschen zu groß. Ja? Wer es viel zu groß macht, ist wie gesagt ein Depp. Und deswegen machen wir, falls da mal ein bisschen was rausfallen sollte, eben drumherum hier nochmal einen Kreis aus entsprechendem Sediment, in dem nach Möglichkeit auch niemand drin rumtrampelt, damit der auch schön intakt bleibt und da auf jeden Fall kein Humus durchkommt. Denn das Problem bei Waldboden, normalem Waldboden, ist ja, da ist Humus drauf. Und Humus ist organisches Material und organisches Material ist grundsätzlich immer brennbar. So. Und das hier ist mineralisches Material. Und mineralisches Material, zumindest überwiegend zu 80% oder 85% oder 90% oder je nach Bach, ne, hängt davon ab, wie viel Nährstoffeintrag da bereits im Bach stattgefunden hat. Jedenfalls, mineralisches Material ist nicht brennbar. Davon abgesehen, es ist nass. Aber das ist ja nicht immer. Es könnte ja sein, dass wir irgendwann mal die Feuerstelle benutzen wollen, wenn sie gerade trocken ist. Ne? Aber jedenfalls haben wir jetzt hier einen unbrennbaren Kreis als Sicherheitsbereich um unser kleines Feuerchen, ne? Um die kleine Feuerstelle. So, und warum nehmen wir jetzt dafür bitte schön Sandschlick etc. pp? Weil das Zeug isoliert gut und der Boden bleibt so, also der eigentliche Boden, der drunter ist, ja, der natürliche Boden, nicht das, was wir aufgeschichtet haben, der bleibt so von der Wärme des Feuers entsprechend isoliert. Das heißt, wir können keinerlei Bodenbrand verursachen, wir können keinerlei Wurzelbrand verursachen, auch wenn das extrem selten ist bei uns in Mitteleuropa, dass sowas vorkommen könnte. Aber ja, man muss ja kein unnötiges Risiko eingehen. Trotzdem, das geht nicht, wenn wir hier diese Isolationsschicht haben, dann bleiben die Temperaturen im eigentlichen Boden, wo tatsächlich sich dann eben auch wieder das brennbare Material, zumindest anteilig ein bisschen, befindet, bleiben so niedrig, dass sich da nichts entzünden kann. Und das passiert deswegen, weil wir hier halt eine schön dicke Schicht in der Mitte aufgeschichtet haben. Wichtig, in der Mitte Dickgeschicht. Wie gesagt, mindestens 5 cm. So, hier am Rand, da reichen 1-2 cm vollkommen aus. Das kann man ruhig ein bisschen ausstreichen und planieren, das Ganze. Das langt völlig, weil es kommt im Prinzip wirklich bloß auf die dicke Schicht in der Mitte an, die ja die ganze Hitze abbekommt. Hier der Rand, der ist nur für Funken. Ja, dass ein Funken, der rausfällt, nicht auf irgendwas Brennbares fällt, sondern hier auf unseren Rand. Und dass der noch weiter fliegt, der Funken, gut, das ist natürlich theoretisch möglich, dass wir wirklich so einen Funkenflug kriegen. Aber, da muss man auch wieder dazu sagen, ein Funkenflug ist im Regelfall tatsächlich auch nicht in der Lage, nennenswert was anzuzünden. Also alles Entsprechende, wo die Leute da wahnsinnig viel Angst vor Funkenflug haben etc. pp. Das kann man schon haben. Ja, und natürlich kann das bei hoher Waldbrandgefahr auch den Wald anzünden. Aber im Hinterkopf behalten, grundsätzlich darf man nirgends und sollte man auch nicht und wäre völlig idiotisch ein Feuer machen, wenn Waldbrandgefahr herrscht. Ja? Also niemals, niemand, egal ob man es darf oder nicht, egal ob illegal oder legal, das wäre immer eine sehr, sehr, sehr bescheuerte Idee. So, weiterer großer Vorteil dieser Methode hier,
wenn wir jetzt fertig sind mit unserem Feuer und unsere Feuerstelle nicht mehr brauchen, weil wir gedenken, nicht mehr wiederzukommen oder weil wir grundsätzlich keine Spuren hinterlassen wollen oder weil wir, ja, was auch immer, ne? Völlig egal welcher Grund. Jedenfalls, so eine Feuerstelle, wie ich sie hier aufgeschichtet habe, lässt sich wieder spurlos entfernen, indem man eben einfach den ganzen Schlick, Sandmaterial rückwärts mit der Schaufel aufschaufelt, wieder in den Eimer wirft und mittels Eimer zurück in den Bach. Zack, und weg ist das Zeug. Und kein Mensch wird nach einem Jahr oder was hier noch feststellen können, dass hier jemals eine Feuerstelle gewesen ist. Macht man das ohne Bodenbelag, ohne Bodenisolationsschicht, tja, man kann Feuer aus der Altsteinzeit nachweisen. Hm? Ja, also das dauert eine Weile, bis diese Spuren eben entsprechend verschwunden sind und so geht es dann doch erheblich schneller. Ist also alles in allem wirklich ein super sicheres System zum Feuer machen. So, und so sieht das Ganze dann aus, wenn es entsprechend fertig ist. Hier mit Feuerstelle und mit entsprechendem Schlaflager. Da wäre das Feuer jetzt also quasi so nah dran, dass es auch als Wärmequelle dienen würde. Natürlich ist der Ort fürs Lager jetzt nicht optimal, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass ich keine Zeit habe, jetzt großartig nach was Richtigen zu suchen, sondern ich habe jetzt den erstbesten Platz am Bach halt eben entsprechend genommen, damit ich Material finde für meine Feuerstelle. Selbstverständlich suchen wir uns, und dahingegen ist es ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie man es nicht machen sollte, keinen Lagerplatz mit einem schönen trockenen Nadelbaum hinten dran, der, wenn sich ein Funken über unser Unterschlüpflein bewegt und da hinten reinfällt, potenziell eben entflammbar wäre. Ja, das machen wir selbstverständlich nicht. Und ich kann jetzt schön zeigen, warum nicht. Aber ich werde diese Feuerstelle eh nie benutzen. Ich habe jetzt gerade noch genug Zeit, sie wieder abzubauen, alles schön wieder in den Bach zu schmeißen. Das geht erheblich schneller als rausholen. Und dann das Ganze hier wieder abzubauen und wieder nach Hause zu gehen. Bitte noch im Hinterkopf behalten, Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen. Ganz egal, ob legal oder nicht. Wer ein Feuer macht, hat es rund um die Uhr bzw. die ganze Zeit über bitte zu beaufsichtigen. Und das ist auf jeden Fall unbedingt erforderlich, dass man es nie alleine lässt. Beim Pinkeln gehen, so pinkeln, dass man sein Feuer dabei sieht. Dass man gleich merkt, oh, jetzt ist irgendwas schiefgelaufen, jetzt beginnt da was zu brennen, was nicht brennen sollte. Oder man geht halt immer nur dann pinkeln, nachdem das, was man gerade draufgeworfen hat aufs Feuer, bereits einigermaßen runtergebrannt ist. Das wäre auch nochmal wichtig zu erwähnen. Jo! Und ansonsten, ich wünsche viel Spaß im Wald und bin dann jetzt aber wirklich raus. Tschüss.